Wir befinden uns jetzt in Saal 2 und hier kommt etwas Wichtiges zum Tragen, was wir schon in Saal 1 kurz angedeutet hatten, nämlich wenn es auf den Blickwinkel der Besuchenden ankommt und so jeder selbst mit den Objekten interagieren kann. Gehen Sie ruhig um die von der Decke herabgehängten Opatarbeiten herum. Probieren Sie aus, gehen Sie mal in die Knie oder stellen Sie sich auf die Zehenspitzen und entdecken, wie dieser unterschiedliche Blickwinkel tatsächlich die Arbeit verändert. Also die einzelnen Objekte bestehen aus 4 Kunststäben, die auf allen 4 Seiten bewalzt sind, mit Farbe bewalzt. Wenn man sich daran vorbei bewegt oder sie frontal anschaut, entstehen unendlich viele Bilder. Wenn man Saal 2 betritt und sich nach rechts wendet, steht man gleich vor einem sehr langen Bild, das aus 8 Tafeln besteht und auch 8 Tafeln heißt. Es ist richtig, diese 8 Tafeln stellen die Zahlenreihe von Fibonacci da. Leonardo Fibonacci lebte vor ungefähr 800 Jahren und war ein Mathematiker. Nach ihm benannt ist die Fibonacci-Folge oder die Fibonacci-Zahlen. Sie basiert darauf, dass ausgerechnet werden sollte, wie sich Kaninchen vermehren. Erst viel später stellte sich heraus, dass diese Folge ganz unerwartet in anderen mathematischen Problemen auch eine Rolle spielt, etwa beim goldenen Schnitt oder beim Pascalschen Dreieck, und dass zum Beispiel auch die Verästelung bei Bäumen gewöhnlich diesem Bildungsgesetz folgen. Die Zahlenreihe beginnt mit 1 und 1, daraus wird 2 addiert und dann 1 und 2 hat als Ergebnis 3, 3 und 2 5, 5 und 3, 8 und so weiter und so weiter. Das geht endlos in der Richtung entlang. Wenn man noch die anderen Objekte, die ich Opat-Objekte nenne, anschaut, wird man plötzlich wieder den Fibonacci finden. Besonders faszinierend an den 8 Tafeln ist vor allem der wie ein Hauch über dem Orange liegende Silberschein, der eben diese Fibonacci Folge darstellt. Und diesen wirklich wunderbaren Effekt haben Sie durch das Arbeiten im nassen Zustand erreicht. Das ist der große Vorteil von Ölfarbe. Ölfarbe bleibt ziemlich lang offen. Das heißt, wenn man drüber arbeitet, dann vermischen sich die Farben untereinander noch. Die Transparenz macht da sehr viel aus, dann schwebt es praktisch vor dem Bild. Und das war beabsichtigt und es freut mich sehr, dass es gelungen ist. Vielen bereits von unserem Plakat bekannt ist hier in Saal 2 die Helix. Die Helix ist in einer Sternstunde der Globalisierung entstanden. Damals haben auf der ganzen Welt Wissenschaftler zusammengeholfen, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Die Helix habe ich eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit aufgebaut, also in meinen Galerieräumen zwischen 2 Ausstellungen. Und da waren die Reaktionen des Publikums sehr interessant, die als erstes moniert haben, dass eine Helix
die Achse senkrecht haben muss. So war es in den Zeitungen, das menschliche Genom abgebildet. Dann habe ich gemeint, wenn die Achse senkrecht läuft, sähe die Helix relativ langweilig aus. Wenn die Achse waagrecht läuft, kann man unendlich tolle Bilder entwickeln, jeder Betrachter durch den verschiedenen Standpunkt, den er sich wählen kann.